Einen schönen guten Abend, liebe Abonnentinnen, Abonnenten, und willkommen zum heutigen News-Video. Ja, was sich heute ereignet hat, beziehungsweise gestern, sind wir wieder unsere Freunde von EA. Die haben sich gestern nämlich gedacht, sie könnten sich einen April-Scherz erlauben. Jedoch haben sie dabei teilweise den Zweck etwas verfehlt, denn anstatt dass sie damit die Leute irgendwie reingelegt hätten oder an der Nase herumgeführt hätten oder zum Lachen gebracht hätten, haben sie eher die Gelegenheit genutzt, um endlich mal legal das zu machen, was sie wirklich denken, nämlich Nintendo und die Wii U zu verarschen. So haben sie zum Beispiel gesagt, Frostbite läuft nun auf der Wii U, dass sie die leistungsstärkste Generation 4-Konsole ist. Unsere Render-Tools sind nun für Mario und Zelda optimiert worden. Wenn man davon absieht, dass man nicht mehr in Generation 4 ist, sondern schon in Generation 8. Ja, liebes EA, die Videospielzeit hat nicht mit der PlayStation begonnen. Auch wenn es natürlich naheliegend ist, dass mit die Videospielgeneration zu zählen, indem man die Zahl bei der PlayStation abliest. Da kommt man mit 4 und denkt sich, ja, man ist in Generation 4. Da muss ich euch leider enttäuschen. Das ist nicht der Fall. Außerdem haben sie gesagt, Half-Life 3 läuft mit Frostbite. Es erscheint im Sommer 2014 wie Wii U-exklusiv. Und dann haben sie gesagt, gute Nachricht, wir haben endlich unseren Netcode korrigiert und optimiert, der nutzt Quantenverschränkungen, um Verzögerungszeiten zu eliminieren, exklusiv für Wii U. Nun ist es relativ offensichtlich, dass das nicht dazu gedacht war, irgendwie lustig zu sein, sondern einfach nur, um die Wii U mal wieder zu verarschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was in letzter Zeit EA für Probleme hat. Also gut, dass sie profitgeil sind, we all knew it. Dass sie als Firma einfach schlecht sind, we all knew it ebenfalls. Ja, eigentlich we all knew it as well, aber egal. Dass ihre Spiele, finde ich, auch einfach nicht gut sind, weil sie eben aus Profitgier gemacht sind. Okay, das wissen wir, oder weiß zumindest ich. Gibt natürlich auch Leute, die EA-Spiele mögen. Ich meine, wenn man es sich mal anschaut, bei meiner gigantischen Let's Player-Liste oder Liste von Let's Plays, die ich machen möchte, die ungefähr so groß wie der Eiffelturm ist, sieht man, dass ungefähr jede Firma vorhanden ist, außer Electronic Arts. Sagt euch das irgendwas über die Qualität eurer Spiele und Marktführung? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat sich heute Peter Moore, der Chef von EA, natürlich entschuldigt und hat gemeint, dass dieser Scherz blöd war und nicht von EA selbst kam. Die Frage ist halt, warum er dann von EA kam, wenn er nicht von EA selbst kam, was sehr komisch ist. Ich nehme einfach an, dass sie gemerkt haben, dass sie dafür gehatet werden und es deswegen gelöscht haben, aber ja, es natürlich cool fanden, mal einen Tag zu haben, wo sie sich dachten, jawohl, jetzt können wir endlich mal die Wii U dissen, ohne dass wir dafür angemacht werden. Aber dann ist ja genau das Gegenteil gekommen, weil sie es einfach schlecht gemacht haben. Und es zeigt erneut einfach, was für ein Armutszeugnis diese Firma heutzutage eigentlich einfach mittlerweile ist. Ich persönlich bin fast schon so weit, dass ich sagen würde, EA, also ich bin fast so weit, wenn ich mir EA anschaue. Wie gesagt, wenn man sieht, was sie es in letzter Zeit geleistet haben, sprich, sie haben diese Online-Pässe eingeführt, sind profitgeil ohne Ende, wollen eine mit Origin Viren auf den PC setzen, bringen Spiele raus, die von Profit Gier geprägt sind, Beispiele, jedes Jahr neues FIFA. Bin ich mittlerweile fast schon gewillt zu sagen, wisst ihr was, Screw you EA, nicht nur werde ich kein einziges Spiel mehr von euch kaufen, was schon seit längerem der Fall ist, nicht nur weil ich sie nicht so gut finde, sondern größtenteils. FIFA 13 habe ich mir jetzt mal wieder geholt nach ewigen Zeiten, da muss es wahrscheinlich das sechste oder das letzte Mal wieder sein. Weil zuvor war das letzte, was ich hatte, FIFA 2007. Und ja, ich bin fast davor zu sagen, ich sag screw you, ich in keinster Weise mehr supporten. Das heißt, wenn ihr ein neues Spiel anprangert und dieses Spiel von Jesus Christus und Chuck Norris gleichzeitig beworben wird, werde ich es trotzdem nicht anpreisen oder darüber berichten, weil mittlerweile geht mir diese Firma einfach mit ihrer unendlichen Dummheit und Profitgierheit und sonst was dermaßen auf den Sack.
Für diese Firma fällt mir einfach nichts mehr ein. Dass sie ihren Titel bei der schnellsten Firma der USA nicht verteidigen konnten, ist unverdient, meiner Ansicht nach. Aber jetzt würde mich natürlich eure interessieren. Wie steht ihr zu dieser ganzen Sache? Schreibt es mir in die Kommentare.